Neue Woche, neues Glück. Hello. From the outside, I must have called a thousand times. At least I can say that I've tried. So ist der Text. Du hast meine Blogtage noch gar nicht gesehen, ne? Nee. Ich hatte zwei kurze Aufnahmen aus dem Lissabon-Vlog, als wir das erste Mal in Lissabon waren, angeschaut. Das ist so witzig, sich das anzugucken. Das ist wahrscheinlich sauer schlecht geschnitten, ne? Es geht sogar. Es ist eigentlich schön gefilmt, es ist nicht gut geschnitten. Also, aber es ist auch nicht so schlimm, wie ich dachte. Wir sind halt solche Babys und wenn wir immer so zur Kamera reden, so total förmlich, so voll überlegt. Weißt du, so, guten Tag. Ja, so ungefähr. Heute haben wir einen Lissabon-Vlog. Ja, so ungefähr. Erinnert ihr euch noch an den Vlog vor einem Monat, als Leo sich so unfassbar gefreut hat, endlich in Wiesbaden zu sein? Ja, und da waren wir nicht in Wiesbaden, um das BKA zu besuchen. Und auch nicht für Andreas Grube. Da waren wir auf einem Videodreh von La Roche-Posay und wir haben da auch den ganzen Tag über gevloggt, haben uns die Vlogging-Dateien aber aufgehoben, bis wir euch mehr über die Kampagne erzählen dürfen. Aber jetzt ist es so endlich soweit und wir dürfen euch auch in Vlogform zeigen, was wir an dem Tag erlebt haben. Das war auf jeden Fall unser erster professioneller Videodreh. Ja. Ja. Und die Aufnahmen davon dürfen wir euch jetzt zeigen. Oh Gott, ich habe da noch hohe Schuhe an. Oh Gott, und die Kamera wackelt. Wir versuchen gerade aus dem Parkhaus rauszufahren, um zur Location zu fahren, wo wir heute hin müssen. Wir haben heute was richtig Aufregendes für uns, und zwar ein Dreh mit La Roche-Posay. Das hat sich gerimt. Und wir wissen noch gar nicht so richtig, was uns erwartet und was genau passieren wird, aber es geht auf jeden Fall um Duos und um Freundschaften oder um Paare. Wir sind beide schon die ganze Zeit sehr aufgeregt. Wir wissen nicht so richtig, was uns erwartet. Wir haben auch noch nicht allzu viel gesagt bekommen, weil einiges eine Überraschung sein sollte. Und ja, jetzt fahren wir mal zur Drehlocation und schauen mal, was uns erwartet. Stalking you. Wir haben uns gestern also rausgelegt, genau. Ja, aber guck, ich habe schon abgeschlossen. Also wir haben die Info bekommen, dass es hell wird. Ja, ja, sehr schön. Also ich finde die Jacke schon mal ziemlich. Also es geht darum, ihr müsst nicht einen Tag anziehen, ihr müsst nicht umkleiden. Ich würde sagen, das ist ein Blüschen. Myself, but without the hopes, I pinch my arm just to see if you could feel what I feel. We found each other right from the start. A conversation between our hearts. Wir waren beim Fitting. 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 Und wir mussten unsere Outfits so ein bisschen aufeinander abstimmen. Deswegen ist es auch nicht bei meinem Kleid geblieben. Vor allen Dingen ist es halt bei mir sowas von ultra unfesch, weil ich halt genau das gleiche anhabe wie beim Mittagsshooting. Oh, Entschuldigung. Meine Vlog müssen sich noch ein bisschen. Hallo! Hallo! Meins war aus Versehen, deins war mutwillig. Mutwillig? Was heißt es doch? Ja. Ja, ich hab's auf Kamera, wenn du mich verletzt hast. Sie ist voll böse. Ja. Nee, das lasse ich drin. So ist sie nämlich immer eigentlich. Nee, überhaupt nicht, null. Vlogception. Ja, hier trennen sich jetzt nämlich unsere Wege. Oh, ich hasse es getrennt von dir zu sein. Das ist weird. Willst du mal sehen, was du jetzt machst? Ich fahre jetzt zum Dreh. Und du? Ich muss hier bleiben. Du fährst auch zum Dreh? Ja, nur nach dir. Eine halbe Stunde nach dir. See you. See you. I wonder where did you go? I have to know. Und den Großteil haben wir auch schon fertig. Ja, who knows? Den Großteil haben wir doch hinter uns, oder?
Ja, Großteil schon. Das sind auch so kleinere Aufnahmen, Schnittbilder quasi machen. Nahaufnahmen quasi. Ja. Your hair was just so and your eyes were also all my dreams are now. Also das waren so ein paar Eindrücke vom Drehtag. Es war der erste professionelle Videodreh, auf dem wir waren. Es war echt ein super interessanter, auch anstrengender, aber auch super cooler Tag für uns. Also wir haben sowas vorher noch nie erlebt. Es war richtig cool, mit so einem großen Team zu arbeiten. Wir hatten ja jetzt schon ein paar professionelle Fotoshootings, aber halt noch nie so Filmdreh. Es war schon eine ganz andere Welt irgendwie. Es ging quasi darum, dass man dem anderen Komplimente macht, dass man dem anderen ein gutes Gefühl durch Komplimente gibt. Und wir haben uns einfach eingeteilt. Also Lena war die, die das Kompliment bekommen hat und ich war diejenige, die das Kompliment gegeben hat. Man wurde einfach quasi in das Studio geschickt, sollte Selfies von sich machen. Drumherum stand ein komplettes Kamerateam, also eine sehr ungewohnte Situation. Und dann wurde per Voice-Over ganz laut die Nachricht eingespielt, die andere Person, also der Leo, für einen aufgenommen hat. Lena wusste aber nicht, dass ich versteckt hinter einem Vorhang direkt ums Eck gewartet habe. Ich stand da in so einem kleinen, dunklen Kapuff hinter so einem Vorhang und musste halt warten, bis ich meine eigene Stimme höre. Und dann durfte ich rauskommen und Lena quasi überraschen. Sehr süß gemacht und das ganze Kampagnenvideo ist generell sehr, sehr, mega, sehr emotional geworden und sehr süß und sehr schön. Und ja, wir sind auch in ein paar kurzen Momenten zu sehen. Wir zeigen euch mal ein paar Eindrücke von dem Video. Das ist richtig, richtig schön geworden und verlinken es euch dann nochmal in der Infobox, wenn ihr Lust habt, euch das komplett anzugucken. Hallo Lena, du bist die beste Freundin, die man sich vorstellen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind verheiratet. Also ich bin sehr froh, dass ich dich habe, dass ich immer auf dich zählen kann, dass du mir immer zuhörst und immer Verständnis für mich hast. Lena ist jetzt gerade nach Hause gegangen und ich koche jetzt. Bei uns gibt es heute Abend vegetarische Lasagne. Es ist ultra kalt zurzeit in Köln und ich glaube im Rest von Deutschland auch. Also ich glaube, es werden Minusgrade von bis zu minus 12 Grad erreicht. Ja, ich habe eventuell so viel Hunger, dass ich mir vorher noch einen Toast mache. Ich plane für die Reise mehrere feste Shampoos von Lush mitzunehmen. Ich habe davon mal welche ausprobiert und eins fand ich auch richtig gut. Ich kann mich aber leider nicht mehr erinnern, wie es hieß. Ich glaube, es war gelb, also habe ich jetzt mal getippt, es ist vielleicht das hier. Also ich habe mir die Beschreibung zu allen durchgelesen und die drei sehen aus, als würden sie ganz gut zu meinem Haartyp passen. Dann habe ich hier noch diese Dose in den Warenkorb gepackt und der Conditioner klingt auch noch, als könnte was für meine Haare sein. Wenn ihr Erfahrungen habt mit festen Shampoos von Lush oder auch mit festen Shampoos von anderen Marken, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Es spart halt extrem viel Gewicht und es gab, wie gesagt, ein Shampoo, mit dem ich gut klar kam. Ich kann mich nur halt leider nicht dran erinnern, wie es heißt. Aber ich freue mich über alle Tipps, also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin geduscht und bettfertig und jetzt einfach nur noch schlafen und wir sehen uns übermorgen wahrscheinlich wieder. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Hello, aus dem Auto. Wir sind gerade auf dem Weg. Wohin sind wir eigentlich auf dem Weg? Ist das in Düsseldorf? Ich hab's schon wieder vergessen. Wir sind so viel rumgefahren in der letzten Zeit, gefühlt. Kann man es irgendwie abstellen? Wir sind gerade auf dem Weg nach Düsseldorf, um die Druckerei zu besuchen, die mit uns, also noch nicht mal die Druckerei eigentlich, sondern die Firma, mit der wir zusammenarbeiten für unseren Weekly Planner. Genau, die Zwischeninstanz zwischen uns und der Druckerei sozusagen, die das alles regelt. Um nochmal über neue Produkte
zu reden. Ja. Aber ist das noch was zu erzählen? Über Papier, dicke Goldtöne, Töne von Gold für die Malen, dicke von Papier für die Wand. Papierdicke und dicke von Papier. Farbe von Papier. Farbe von Papier. Farbe von Gold. Was für die Brücke. Farbe von Spiralen. Das ist unser Plan für heute Vormittag. Wir haben vorher auch schon nochmal über alles Mögliche, über alle möglichen Entwürfe drüber geguckt. Und dann, wenn wir zurück sind, haben wir noch ein Telefonat. Und dann drehen wir noch, oder? Nee, morgen müssen wir erstmal noch einen Blogpost schreiben heute. Oh ja, stimmt, da müssen wir noch einen Blogpost schreiben. Und dann ich muss nochmal Roche Posay zu Ende schneiden. Morgen früh drehen wir die Februarfabriken und danach schneiden wir die Februarfabriken. Wir sind wieder zurück bei mir. Ich habe in der Druckerei oder in der Firma nicht so wirklich was filmen können. Einfach eine merkwürdige Situation zum Filmen. Und es waren noch alles Sachen, die man jetzt irgendwie noch nicht so richtig veröffentlichen kann. Wir mussten über ganz viele Details sprechen für die neuen Produkte, die wir planen. Und ja, halt wie alles genau aussehen soll. Alles einmal ausprobiert, alles einmal angefasst, alles ausgesucht sozusagen. Dann haben wir jetzt gerade noch geskypt mit Adrian, um mit dem nochmal alles zu besprechen. Weil der ja auch immer in alles involviert ist und uns bei allem hilft. Und jetzt sitzen wir hier rum und schreiben Blogposts und schneiden. Haben wir noch irgendwas Spannendes zu berichten? Irgendwie nicht, ne? Ich habe das Mittagessen nicht vertragen. Oh Mann, ey. Heute ist so ein langweiliger Tag. Ich dachte, irgendwie wird heute cool. Aber irgendwie mal wieder so ein richtiger Fail-Tag zum Vloggen. Aber gut. Müsst ihr uns jetzt halt ein bisschen mit der langweiligen Arbeit zugucken. Trust me, I won't let you down. So, lege ich jetzt die Bilder wenigstens noch alle zuschneiden und die richtige Größe. Dann gib du mir deine oder tu sie mal in den Ordner. Ja, bei dem Bild hier, wo ich so halb drauf bin, kannst du das unten ein bisschen abschneiden, vielleicht auch die Autos abschneiden tatsächlich. In der Dropbox? Mhm. Wie heißt der? Leo? Leo, guck mal rein. 1200, 800 schneide ich die Dinger zu. Ich habe die letzten Male, glaube ich, das immer ein bisschen größer gemacht tatsächlich, weil ich fand, dass die sonst verschwommen waren. Ich habe jetzt das letzte Mal 1200 genommen. Ja, ich versuche gerade rauszufinden, was ich die letzten Male für Größen hatte. Dann machst du einfach auf die Größe, reicht wahrscheinlich auch. 2400 mal 1600. Oh Mann, Leute, sorry. Ich bin gerade wieder nach Hause gekommen. Heute war irgendwie kein so guter Tag zum Vloggen. Ich liege übrigens in meinem Schaukelstuhl, sorry, falls das irgendwie nervt, aber ich hatte gerade das dringende Bedürfnis, mich hier reinzulegen. Irgendwie ist einfach nicht so viel passiert, was ich gut hätte vloggen können, und dann habe ich eben auch noch vergessen, meine Kamera mitzunehmen, und es war super stressig. Also Leo und ich waren beide noch verabredet. Leo zum Essen und ich zum Theater. Und an der Haustür unten ist mir aufgefallen, dass ich meine Kamera vergessen hatte, und dann hatte ich keine Zeit, nochmal hochzugehen, weil ich die Bahn kriegen musste. Und momentan ja alles daran setze, immer überall pünktlich hinzukommen, hatte ich ja mal in einem Video erwähnt, dass ich da momentan versuche, sehr stark dran zu arbeiten. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle mal für die Tipps unter dem ganzen Video. Ich werde euch, glaube ich, nächste Woche mal in einem Vlog ein bisschen updaten, was das ganze Thema angeht und was diese Videoreihe angeht, die ich geplant habe. Für diejenigen von euch, die gar nicht wissen, wovon ich rede, ich verlinke das Video gerne nochmal in der Infobox. Auf jeden Fall, ja, wollte ich dann deswegen nicht nochmal zurück, sondern wollte unbedingt die Bahn bekommen. Und es wäre auch eigentlich gar nicht nötig gewesen, meine Kamera mitzunehmen. Es wäre völlig sinnlos gewesen, um ehrlich zu sein, weil man da im Theater eh nicht filmen darf. Ja. Also hätte ich sowieso nichts filmen können, außer vielleicht noch auf dem Weg oder so. Ja, und zum Theater, es war mega cool. Ich habe mir letztes Jahr schon eigentlich vorgenommen, öfter ins Theater zu gehen, und habe es nicht so wirklich umgesetzt, um ehrlich zu sein. Und jetzt dieses Jahr habe ich es angefangen umzusetzen tatsächlich. Also ich war jetzt dieses Jahr schon zweimal im Theater, und ich glaube, ich werde das auch so beibehalten, dass ich hoffentlich so mindestens einmal im Monat in irgendein Theaterstück gehe. Und momentan läuft auch ein relativ gutes Programm, oder es gibt zumindest einige Sachen, die mich interessieren, also richtig cool. Und heute Abend war ich in Romeo und Julia. Ich habe mich darauf gefreut, aber ich hatte ehrlich gesagt nicht so mega hohe Erwartungen. Es ist ja ein sehr bekanntes Stück, und ich kannte das natürlich auch schon. Die Story kennt man ja irgendwie im Allgemeinen auch, ist ja jetzt irgendwie keine so unbekannte Story, sag ich mal. Und ich hatte es auch schon als Theaterstück mindestens einmal gesehen, wenn nicht sogar zweimal. Weil es mir vorher auch irgendwie gerade nicht ganz so gut ging, wegen diversen Sachen, die passiert sind, war das eine mega gute Ablenkung.
Und ich habe es überhaupt nicht erwartet, aber das Stück war unglaublich witzig. Eigentlich ist die Story ja ziemlich traurig, aber es war so gut und so lustig inszeniert. Super modern, wahrscheinlich auch sehr kontrovers. Also ich kann mir vorstellen, dass es richtig vielen Leuten überhaupt nicht gefallen hat. Aber mir jedenfalls hat es mega gefallen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, dass man das nicht so passend findet oder so. Denn es war schon sehr, sehr, sag ich mal, modern und sehr abstrakt. Und die Story wurde auch meiner Meinung nach in einigen Punkten verändert. Und auch die Sprache war anders. Ich habe so viel gelacht. Zwischenzeitlich habe ich fast angefangen zu weinen vor Lachen, weil ich es so lustig fand. Wenn es noch läuft und ihr aus Köln kommt oder so, kann ich euch das auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ich glaube, vor ungefähr einem Monat oder ein bisschen länger her habe ich auch im Schauspiel Köln Hamlet gesehen. Das fand ich auch richtig gut. Also, das war auch modern irgendwie aufgezogen, aber es war ein bisschen näher so am ursprünglichen Stück und auch von der Sprache her viel näher dran und hatte auch nicht jetzt so ein krass außergewöhnliches Bühnenbild oder so, aber war auch mega gut, also hat mir auch sehr gut gefallen. Also so viel zu meinem Abend. Ich werde jetzt nur noch ins Bett gehen. Aber ich glaube, bevor ich mich auf ins Bett mache, werde ich mal noch eine Maske auftragen. Ich habe ewig keine Maske mehr gemacht und die hier wollte ich jetzt mal ausprobieren. Die haben wir irgendwie, glaube ich, vor kurzem mal zugeschickt bekommen. Das ist die Active Charcoal Mask to Clear Pores von Origins. Mit so dunklen Masken sieht man halt immer so übel freaky aus. Mir fällt gerade auf, dass ich die Maske ja schon kenne. Oh Mann, ich bin so dumm. Das ist eine meiner Lieblingsmasken. Gerade kam mir der Geruch so bekannt vor. Ich dachte irgendwie, das wäre eine andere, weil die Verpackung so anders aussieht. Aber das ist quasi die hier und die ist auch so gut wie leer. Deswegen, ja, das ist die gleiche. Oh Mann. Oh Mann, das habt ihr live miterlebt, wie ich mich richtig doof angestellt habe. Aber ich dachte irgendwie, das wäre eine andere. Einfach weil das Muster anders ist. Naja. Dann weiß ich schon, dass ich die Maske extrem gerne mag und muss sie gar nicht mehr großartig ausprobieren. Und weiß auch, dass ich sie super gut vertrage und sehr angenehm finde in der Anwendung. So, lass jetzt glaube ich so für 5 Minuten oder so drauf. Mach mir mal noch einen Tee oder so in der Zeit, glaube ich. Und vielleicht gucke ich noch eine Folge Netflix. Nach einer ganzen Weile war ja mein Bruder mal hier übers Wochenende und wir waren auch in Holland. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber in einem Vlog geredet hatte, aber auf jeden Fall auf Instagram. Da waren wir auch in einem holländischen Supermarkt. Ich liebe es, in holländischen Supermärkten einkaufen zu gehen, weil die immer so geile Sachen haben. Und da habe ich unter anderem auch diese Dinger hier mitgenommen, in größeren Packungen. Das sind so Fruit Roll-Ups sozusagen. Und die sind unglaublich lecker. Ich muss mal schauen, ob ich die irgendwie hier in Deutschland auch irgendwo bekommen kann. Das ist einfach mega lecker. Und soweit ich weiß, ist das wirklich nur Frucht. Ich kann euch mal zeigen, wie die aussehen. Ja, sehen jetzt nicht so mega hübsch aus. Aber sind mega lecker und schmecken halt süß und sauer gleichzeitig und einfach nur richtig gut. Und ich finde es halt auch voll geil, dass die so aufgerollt sind. Irgendwie ist das weirdly satisfying. Ich glaube, es ist jetzt so 10 Minuten später oder so ungefähr. Die Maske ist jetzt so ganz fest und kann sich dann immer nicht mehr so richtig bewegen. Aber ich wasche die jetzt mal ab. So, ich schaue jetzt nur noch, glaube ich, die Folge von How I Met Your Mother, die ich gerade gucke, zu Ende. Und dann werde ich nur noch ins Bett gehen, deswegen verabschiede ich mich jetzt hier von euch. Ich weiß nicht, ob ich diese Woche nochmal vloggen werde. Ansonsten sehen wir uns vielleicht noch an dem Vlogtag von Leo. Und bis dahin sage ich erstmal tschüss. Bis dann. Meinst du jetzt für den Sushi Rito oder für die Bowl? Für die Bowl. Und wir nehmen aber auch noch den Sushi Rito. Sicher? Ja. Also bei dem Sushi Rito finde ich am besten. Und die Schafe? Oh, du hast ja schon das andere Schafe. Ne? Waikiki Surfer Sandwich. Wie cool ist mein T-Shirt? Skala von 1 bis 10. 5. 1 Million. Coolste T-Shirt der Welt. Das haben Hannah und Julia mir geschenkt. Das gab es bei Bershka, aber ich glaube, das ist noch schon eine Weile her. Das ja, ist auch mega Glück, dass sie es noch bekommen haben. Die haben ja überall danach gesucht im Sale und so. Und das ist auch übel cropped. Also, das geht mir nur so bis zum Bauchnabel, aber mit einem Top drunter geht, das ist einfach zu cool. Ich bin Marlena, wir drehen heute unsere Februar-Favoriten relativ last minute. Die sind nämlich für morgen. Aber, first things first, erstmal Essen bestellen. Wir bestellen bei Kuromaku Poke. Das ist so ein Poke-Laden, der auf der Aachener Straße in Köln neu aufgemacht hat. Relativ neu, ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Ich habe es da bisher noch nie hingeschafft und zu mir nach Hause liefern die nicht. Ich dachte, das können wir mal ausnutzen, dass die zu Lena liefern und mal Poke-Bowls zum Mittagessen uns gönnen. Ich versuche, ein richtig motivierendes Quote zu finden für meinen Instagram-Post. Aber manchmal
Manchmal gibt es selbst Pinterest mir nicht genug. Sonst bereiten wir nebenher Postings vor und Blogposts und schreiben Mails, aber gleich fangen wir dann an zu drehen. Despacito, sag ich nur. Alles schön langsam nach und nach. Das ist natürlich Kaffee, ich habe einen ganzen Kaffee gemacht und habe nicht dafür ready? Okay, dafür sind wir offensichtlich nicht ready. All the stars we steal from the night sky. Unser Essen ist da. Ach, das ist deins, glaube ich. Ja, das ist meins. Ich hatte was mit Paprika. Ich dachte nämlich schon so, boah, ich wollte keine Paprika. Aber wo ist mein Salmon? Ich glaube, da drunter unter dem ganzen Chili. Chili. Sieht das gut aus. Ach, okay, der Salmon ist vermischt mit der Avocado, mit der Guacamole. Geschafft. Ja? Das ist nicht mit Avocado gemischt, das ist mit Wasabi gemischt. Krass. Geil. Alter. Krass, also wenn es dir zu scharf ist. Ich glaube, das sind halt auch nochmal Chilis. Mhm. Das ist halt auch echt crazy. Das ist riesig. Mhm. Ich habe Hannah und Leo was mitgebracht. Auf sich, das ist mir gerade eingefallen. Ich muss mal das Wasserglas da weg. Weil wir uns gerade über Geschenke unterhalten haben. Mir ist eingefallen, dass ich die mitgebracht habe. Das sind so kleine Notizblöcke und ich fand die mega hübsch. Weil Hannah und ständig aus dem Urlaub irgendwas Süßes mitbringt, dachte ich mir. Weil muss ich jetzt auch mal machen. Und ich einfach Leon einfach Hannah mitgenommen. Und ihr dürft jetzt süß. Schmusen. Kannst auch Hannah fragen, welchen sie besser findet. Schön. Eine Aufnahme, wenn man keine Strumpfhose dabei hat. Tränen erledigt, eine Aufnahme erledigt. Take my hand, will you share this with me? Das schmeckt richtig geil, trinken. Lenas neue Obsession, neben The Greatest Showman. Das musst du nochmal sagen, weil im Hintergrund sage ich gerade, man kann aber auch Urin trinken. Ja, Urin hat eine sehr reinigende Funktion, ja. Wirklich. Ja. Okay, können wir jetzt damit arbeiten, das ist super widerlich. Also Lenas neue Obsession ist Schwarztee mit Zitronen und Honig. Ja. Und jetzt ist mein Schwarztee leer. Das muss ich noch schmeckt übel geil. Mein Freund fährt los und holt mich jetzt ab. Wir haben fertig gedreht. Lena schneidet jetzt das Video, das morgen online kommt. Power Cutting, Power Editing. Ja, jetzt ist nämlich schon 17 Uhr. Und ich mache jetzt noch eine Rechnung und dann gehe ich nach Hause. Das war's. Over and out. Ende der Durchsage. Ist alles, was ich jetzt berichten wollte. Ich war jetzt ganz kurz zu Hause und jetzt gehe ich nochmal los. DM macht gleich zu und ich möchte eigentlich noch was besorgen da. Und auf dem Weg will ich die Sachen hier mitnehmen. Und wegbringen. Bei mir um die Ecke ist so ein Jugendheim für Mädchen und Frauen. Die freuen sich immer mega über Kosmetikspenden und Klamottenspenden und ich habe ganz viel aussortiert. Das bringe ich vorbei. Altpapier muss ich wegbringen, Pfand muss ich wegbringen, zu DM muss ich. Also einfach so ein paar Sachen erledigen. Ich habe das Gefühl, ich habe heute nur Essen gefilmt. Zeit für Abendessen. Und ich habe einfach nur Süßkartoffeln in den Ofen gemacht und alles draufgeklatscht, was noch so in meinem Kühlschrank war, beziehungsweise in meiner Vorratskammer. Kidneybohnen, Avocado, Koriander, dann hatte ich noch so Tofu-Würstchen. Dann habe ich so frische Aufstriche im türkischen Supermarkt gekauft. Jetzt essen wir zu Abend und gucken dabei Modern Family. Süßkartoffeln mit irgendwas ist einfach mein liebstes Essen, glaube ich, inzwischen. Das ist nicht scharf, oder? Ich glaube, das ist für Frieda gekauft. Ja, das ist scharf. Ich finde beide nicht richtig scharf. Ja doch, das ist schärfer. Der
Der Plan für den restlichen Abend ist Ben & Jerry's Cookie Dough. Habe ich noch vom Wochenende zu Hause, weil ich das eigentlich mit meinen Mädels essen wollte. Aber dann haben wir es doch nicht gegessen, hatte ich jetzt noch voll viel übrig. Bequeme Hose, Eis, Couch, Modern Family. Klingt nach einem guten Plan, finde ich. Ist es okay, wenn man dein Bad sieht? Weil ich in 5 Minuten wahrscheinlich einschlafen werde, sage ich euch jetzt lieber schon mal Tschüss. Sonst habe ich, wie so oft in letzter Zeit, kein Ende gefilmt. Ich weiß gar nicht, ob danach noch was kommt. Es kann gut sein, dass der Vlog jetzt zu Ende ist. Falls wir nicht mehr filmen, wünsche ich euch eine schöne Woche. Und wir sehen uns am Freitag in einem neuen Video. Dein Handy vibriert. Wir sehen uns am Freitag in einem neuen Video. Dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche.